Pokémon kennt eigentlich jeder. Und ich glaube, nicht wenige von uns hatten ihre ersten Berührungen mit Japan ganz einfach, weil sie Pokémon gespielt oder gesehen haben. Aber hast du schon mal was von Temtem gehört? Das ist nämlich so eine Art Pokémon-Kopie aus Spanien. Aber warum rede ich darüber jetzt auf einem Kanal, auf dem es um Japan geht? Ganz einfach, in Temtem gibt es ein Gebiet, das basiert auf Japan. Und ich habe mir gedacht, ich gucke mir das jetzt mal an und erzähle dir so ein bisschen darüber, wie realistisch dort eigentlich Japan dargestellt ist. Das japanische Gebiet in Temtem hört auf den wenig japanischen Namen Zipanku und es wird ziemlich schnell klar, dass die doch ein bisschen sehr auf die Klischeeschiene gehen, weil der erste Charakter aus dem Land, den du triffst, ist eine Forscherin, die in einem Kimono ankommt in Kombination mit einem Laborkittel. Das ist aber wirklich ein ziemlich gewagtes Outfit. Das habe ich ja noch nie so gesehen. Was? Also ich verstehe ja nie viel von Mode, aber das finde ich doch sehr gewagt, weil das siehst du in Japan maximal, wenn du mich in der Stadt sehen solltest. Aber okay, da kombiniert man halt so ein bisschen die Eigenheit von Japan, dass es doch noch sehr viele traditionelle Bräuche in dem Land gibt, es aber gleichzeitig sehr technikaffin ist. Was da viel eher ins Auge springt, ist der grafische Stil, für den man sich entschieden hat. Natürlich kann man über Stilistik lange argumentieren und letzten Endes ist das eine Entscheidung des Künstlers. Allerdings drücken sie schon ein bisschen sehr auf die Farbe Pink. Also das sieht schon noch ein bisschen extrem viel Sakura aus, selbst für Japan. Ich glaube, 80 oder 90% der Bäume waren Sakura-Bäume in den Städten hier, aber das sind ja offensichtlich 100%. Über den Stil könnte ich jetzt natürlich sehr, sehr lange argumentieren, aber es ist halt eine Entscheidung der Entwickler. Da ist ja nichts falsch dran. Da ist dann Neo Edo, was eigentlich bloß Tokio ist, halt extrem technisch aufgebrezelt. Aber da fängt das dann halt an. Da muss ich doch sagen, wer schon mal in Japan war, merkt eigentlich ziemlich schnell, dass die Technik hier im Alltag irgendwie hinten ansteht. Weil überall hochmoderne Gebäude und sonst was, das gibt's in Japan eigentlich nie. Wenn ich mich hier draußen umsehe, dann sehe ich Gebäude, die sehen teilweise aus, als zerfallen die schon langsam oder stammen irgendwie noch aus DDR-Zeiten. Und auch wenn ich jetzt irgendwo reingehe, dann herrscht hier in den Wohnungen in Japan alles andere als Hightech. Klar, hier hast du mal eine hochmoderne Toilette, da mal einen Hightech-Kühlschrank, aber ansonsten sieht das klassischer aus als in Deutschland. Und da versagt doch Temtem ein bisschen bei dem Bild, weil sie sich so sehr auf den Hightech-Aspekt konzentrieren, dass das eigentliche Japan da ein bisschen untergeht. Ja. Nee. Die Monitore hier, das sind ja offensichtlich Flatscreens, aber in Japan niemals. Die Technik, die dort haben, die ist wirklich noch sehr veraltet. Du hast dort Aktenschränke an Aktenschränken stehen, eine reinste Zettelwirtschaft, da wird alles noch mit Papier gemacht. Du wirst niemals in einem japanischen Amt irgendwo Flatscreens finden. Nee. Das hier, das ist kein japanisches Postamt. Den Kleidungsstil der Charaktere haben sie aber ehrlich gesagt ziemlich gut getroffen. Du hast zum Beispiel Schreinpriesterinnen und sowas, das fügt sich ziemlich gut in das Bild ein. Gut, hier und da hast du mal einen Charakter, der trägt so ein bisschen was, was eher chinesisch aussieht, aber in den modernen Zeiten kann ich das halt einfach auf den Kulturaustausch schieben. Was mir hingegen wirklich ins Auge gesprungen ist, war das Design der Schuluniform. Weil so wie die in Temtem dargestellt werden, das würdest du in Japan im Regelfall zumindest nicht sehen. Das sind aber keine regelkonformen Schuluniformen hier. Du musst wissen, Japan ist wirklich noch ein sehr konservativ eingestelltes Land und da Schuluniform bei Mädchen mit Hosen eher nicht. Es gibt vielleicht 2 oder 3 Schulen, die das erlauben, aber selbst bei denen werden die meisten Mädchen sich dann doch eher für einen Rock entscheiden.
Weil Japan ist halt wirklich so traditionell eingestellt und da wird halt noch so viel Wert auf Uniformität gelegt. Es gibt natürlich mittlerweile einige Stimmen in der Bevölkerung, die das ändern wollen und die sich dagegen auflehnen, aber aktuell würdest du sowas noch nicht im japanischen Alltag sehen. Aber gut, ich könnte jetzt natürlich die ganze Zeit über solche Details reden, aber ich muss doch schon sagen, dass sich der Entwickler definitiv ein bisschen besser mit Japan auseinandergesetzt hat als so manch anderes Team, weil häufig, wenn ein Spiel aus dem Westen erscheint und das irgendwie Japan zum Thema hat, dann sieht das meistens nie aus wie Japan, sondern wie China. Woran erkennt man das? Hauptsächlich an der Architektur und der Szenerie, weil China sieht, wenn man es objektiv betrachtet, viel, viel imposanter aus als Japan. In China ist alles rot, knallende Farben, vergoldet, imposante Form. Japan hingegen hält sich so ein bisschen zurück. Simple Farben, viele Brauntöne, sehr einfache Formen. Es wirkt alles viel, viel natürlicher und ich muss sagen, wer Japan mag, der wird diesem natürlichen Stil natürlich viel eher was abgewinnen können als diesem Haut drauf, knallbunte Farben und alles muss imposant und pompös aussehen. Wo mich Temtem auch wirklich rausgerissen hat, ist, als ich dort die Reisfelder besucht habe. Weil dort ist mir wirklich was direkt ins Auge gesprungen, was einfach keinen Sinn ergibt. Was zum Geier soll denn das sein? Ein Tolli mitten, also wirklich mitten im Reisfeld. Nie mal irgendwie am Rand oder auf dem Weg, so mittendrin. Das kann man doch nicht machen. Das stört bei der Ernte. Das macht wirklich einfach keinen Sinn, weil die Toli, die geben ja sozusagen den Übergang von dem Weltlichen in das Überweltliche an, also das Geistige sozusagen. Das bedeutet, ich würde hier jetzt auf der anderen Seite irgendwie einen Schrein oder einen Tempel erwarten, aber wie du siehst, hier ist nichts, absolut gar nichts. Und ich habe schon einige Toli gesehen, auch in der Nähe von dem Reisfeld wirklich, ans Reisfeld direkt dran gebaut, aber da hat es halt immer noch so einen Schrein mit dazu gehabt. Das fehlt hier einfach komplett. Natürlich kenne ich nicht das gesamte Land auswendig, aber von meiner bisherigen Erfahrung und zusätzlicher Recherche habe ich kein einziges Toli im gesamten Land ausfindig machen können, was wirklich mitten in einem Reisfeld drin steht. Das nächste, was ich noch entdecken konnte, war offenbar eine Tempel- oder Schreinanlage, die in der Nähe von einem Reisfeld stand, aber so ein Tori in die Reispflanzen reinsetzen macht keinen Sinn! Temtem behauptet natürlich nicht von sich, eine absolut korrekte Repräsentation von Japan zu sein. Aber ich muss schon sagen, wenn man sich so offensichtlich an dem Land orientiert, wirkt es halt ein bisschen komisch, sich dann doch so offensichtliche Ausrutscher zu leisten. Aber da es halt dennoch ein Fantasy-Setting ist, kann man es noch irgendwo akzeptieren. Und es ist halt auch eher was für all jene, die Japan so ein bisschen mögen und leicht japanische Stimmung auf sich einrieseln lassen wollen. Und jetzt nichts für die Leute, die sich wirklich sagen, sie wollen jetzt virtuell ein Japan erkunden. Das Spiel ist allerdings definitiv was für dich, wenn du schon Pokémon gemocht hast und dir vielleicht gesagt hast, okay, hier und da will ich doch mal ein paar kleine Änderungen sehen, weil das Monster sammeln und die Kämpfe machen wirklich sehr viel Spaß und auch die Geschichte, obwohl sie sich vor allem am Anfang sehr stark an Pokémon orientiert, ist ziemlich spannend, da sie doch auch schon so ein paar erwachsenere Themen mit anspricht. Jetzt weißt du, worauf du dich als Japan-Fan einlassen kannst, wenn du Temtem spielst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte einen Like hinterlassen und außerdem den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen anstellen. Hier geht es immer um alles, was irgendwie mit Japan zu tun hat. Kultur, Alltag, Sprache, Videospiele, Anime etc. etc. Ein paar Beispiele wirst du jetzt hier direkt neben mir sehen, da kannst du direkt weiter gucken. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal.